Grenzgänger leiden an ganz, ganz vielen Hindernissen. Das zeigt, die Realität ist anders als die Sonntagsreden, die wir im Saarland hören. Ich war hier Schüler am deutsch-französischen Gymnasium, habe in Frankreich in einer Grande École studiert, bin also überzeugter Europäer und Freund Frankreichs, aber von der Frankreich-Strategie dieser Landesregierung bin ich nicht überzeugt. Als USP, als Geschäftsmodell für das Saarland taugt das Frankreich-Modell wenig. Die Digitalisierung wäre für das Saarland weitaus besser geeignet. Hier haben wir Stärken, aus denen man wirklich etwas machen kann. Mit Peugeot hat ja die letzte große französische Firma das Saarland verlassen. Deutsche Taxifahrer dürfen ja nicht mal über die Grenze hinaus Personen befördern, was übrigens zwischen Straßburg und Kehl geht. Trotz verschiedener Abkommen können französische Patienten sich nicht in saarländischen Krankenhäusern problemlos behandeln lassen. Grenzgänger leiden an ganz, ganz vielen Hindernissen. Das zeigt, die Realität ist anders als die Sonntagsreden, die wir im Saarland hören. Die Züge nach Paris fahren weniger. In Frankreich ist Deutschland übrigens auf dem Rückzug. Bei uns soll es jetzt aber Französisch für alle geben. Das halte ich für falsch. Die Freien Demokraten sind für mehr Auswahlmöglichkeiten, mehr Wahlfreiheit bei der Sprachenfolge. Französisch als Nachbarschaftssprache soll eine Rolle spielen, aber nicht jeder sollte damit zwangsbeglückt werden. Fast alle Schüler werden im Berufsleben übrigens Französisch nicht brauchen. Wer aus dem Bundesgebiet oder dem Ausland übrigens ins Saarland kommt mit schulpflichtigen Kindern, hat ein Riesenproblem, weil Französisch überall Pflicht ist, die eigenen Kinder das aber noch nicht hatten. Ein solches Zuwanderungshemmnis für Fachkräfte können wir uns im Land nicht leisten. Wir wollen mehr Wahlfreiheit in Schulen, auch bei der Sprachenfolge.